Schönen guten Tag, hier ist der Frosch. Wie geht's Ihnen? Froschwoche, die erste, ja. Erster Teil. Heute gibt's 999. Ja. Nach dem Debakel vom vorletzten Mal muss ich mich ja noch ein bisschen profilieren. Obwohl, ich habe schon gehört mittlerweile, dass es wohl nicht so einfach sein soll, die guten Enden zu bekommen. Falls man das überhaupt so nennen kann. Oder das gute Ende. Ja, wir wollen es auf jeden Fall probieren. Ich gebe mein Bestes dafür. Hallo Tamara, hallo Chris, hallo Frank, genau rechtzeitig. Kaktor, wolltest du nicht jetzt wieder gehen? Eigentlich? Oder guckst du jetzt doch 999? Wacker Kermit Time. Hallo Hide, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Ja, Tamara, du hast meine Stimme jetzt gehört. Danke, dass du noch da geblieben bist auf jeden Fall und du darfst ins Bett gehen, wenn du möchtest, ja. Kriegst du noch ein Abschiedsküsschen hier. Wir sehen uns bestimmt morgen wieder. Oder vielleicht auch in deinen Träumen, wer weiß. Schauen wir mal. Ich bin gleich weg, keine Angst. Ja, gut. Muss nur immer die OP-Bilder im Hintergrund sehen. Ja, ich hoffe ja, dass da noch irgendwann welche dazukommen. Ich habe schon meine Argus-Augen auf einige Additionen gerichtet und eventuell gibt es da dann bald Zuwachs. Du hast schon lange nicht mehr getanzt eigentlich. Ja. Wenn keiner subbt, gibt es auch keinen Tanz, weißt du doch. Das sind jetzt hier ganz neue Regeln. Ich bin mittlerweile nämlich auch der Sellout-Frosch geworden. Ich scheuche dich nicht weg, Tamara, aber du sollst doch nicht hier tot umfallen, wenn du so müde bist. Ich vermisse die Lufttrompete, fehlt's mein Sohn, oh man. Oh. Weißt du was, Chris? Wenn wir hier fertig sind mit 999, ja, dann werde ich noch ein bisschen Zelda anmachen. Und dann kannst du dir überlegen, ob du dabei sein willst und eventuell eine Lufttrompete sehen willst, weil das würde ich dann vielleicht sogar machen, wenn es neue Follower gibt. Also, da auf dem anderen Dings. Ich rede zu viel Quatsch. Ja, nee, was gibt's sonst noch zu sagen? Froschwoche auf jeden Fall. Es gibt heute und morgen 999. Und es gibt Freitag, Samstag, Sonntag Steins Gate von mir. Also macht euch auf die geballte Ladung Froschschleim gefasst. Ich hoffe, ihr könnt so viel vertragen. Ja. Zu 999 nochmal. Letzte Woche haben wir ja schon den zweiten Durchlauf gestartet und sind durch eine andere Anfangstür gegangen. Leider ist mir dann im Nachhinein, mich hat das die ganze Zeit aufgeregt, weil ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Und dann ist mir eingefallen, dass in diesem einen verkackten Pianoraum, da war diese eine Schatulle oder Tresor oder was das auch immer war, die wir nicht aufmachen konnten. Und wie ich da nochmal drauf gekommen bin, der Seven, der hat ja sogar noch die Tür aufgehalten. Das war ja so ein kleiner Hint. Oh, da müssen wir eventuell nochmal rein. Und dann ist mir das erst eingefallen danach, dass da noch diese beschissene Schatulle war. Also, da ist wahrscheinlich irgendwas ganz Wichtiges drin. Und wir werden wahrscheinlich diesen Run auch verkacken, weil wir das, was da drin ist, nicht bekommen haben. Aber gut. Wahrscheinlich muss man das Spiel sowieso noch viel öfter durchspielen, weil es wohl mehrere Enden gibt auf jeden Fall und es schwer sein soll, das gute Ende zu bekommen, ja. Aber, wie gesagt, wir haben eine Sache, das ist schon mal etwas, wir wissen, dass wir was vergessen haben, also vielleicht kommen wir da dann ja, also da werde ich auf jeden Fall, falls wir verrecken sollten, beim nächsten Run dann auch nochmal lang gehen und dann schauen wir mal, was da drin ist. Der Plan sieht so aus, dass wir einfach jetzt erstmal weiterspielen. Wir befinden uns ja in diesem komischen Hospital-Dingen. Und ich werde einfach durch irgendwelche anderen Türen gehen, die wir noch nicht gesehen haben, um noch ein paar neue Rätsel zu sehen. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Vielleicht kriegen wir doch ein gutes Ende, was ich allerdings stark bezweifle. So viel Spaß mit dem Frosch. Chris Rätsel braucht mit. Tama, lass dich von Chris bedienen und ab ins Bettchen.
Kaktor, danke, dass du da warst bei den anderen und bei mir wieder abhaust. Ja, das weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Ich hoffe, deine komische Teddy-Filiale brennt lodernd ab. Natürlich nicht, wenn du da drin bist, aber. Ja. Mach dich weg, du blöder Penner. Wir sehen uns morgen, wenn es wieder heißt. Eventuell Chris. Höchstwahrscheinlich Tamara und danach der Frosch. Aber da bist du ja dann eh wieder nicht da, also ja gut. Aber viel Spaß mit Tamara morgen und vielleicht Chris. Danke. Dann mal gute Nacht, lieber zweiter Account. Ja, Chris und seine zwiegespaltene Persönlichkeit, Arthur. Stimmt, ich habe ja noch einen Teil vom letzten Mal nicht gesehen. Was hast du denn nicht gesehen, Chris? Können wir uns ja lieb. Ach, Tamara, ich gebe mir ja Mühe, aber ich kann einfach nicht. Ja? Wenn das keine weibliche Person ist, dann kann ich einfach nicht nett sein. Das ist ganz, ganz schwer für mich. Das ist, ja, weiß ich auch nicht, was ich dagegen tun soll. Egal. Ich würde sagen, wir rätseln eine Runde und schauen mal, auf welch qualvolle Art und Weise wir diesmal verrecken. Vielleicht können wir ja noch ein paar neue Infos sammeln oder irgendwas anderes finden, was wir noch nicht gesehen haben. Praktisch die letzten 30 Minuten. Ja, gut. Was ist denn da noch passiert? Hast du das Casino gesehen? Ich geh schon mal auf den richtigen Bildschirm hier, damit es so aussieht, als ob ich gleich anfangen würde. Blubblub. Die Mugge machen wir aus. Jetzt erfahren wir wieder den guten Kram über das Schwesternschiff der Titanic. Das haben wir ja im ersten Playthrough schon mal so ein bisschen gehört. Die Frage ist natürlich, ob es jetzt Variationen in den Geschichten gibt, wenn man vorher in andere Räume geht. Okay, Casino, erinnerst du dich noch so halb dran? Gut. Das mit dem Piano hast du aber. Ja, das war ja davor sogar noch. Also, im Grunde hast du dann nicht mehr viel verpasst. Wir sind wieder mit den anderen zusammengetroffen und befinden uns jetzt im Hospitalraum. Und ja, müssen uns gleich wahrscheinlich dann für eine neue Tür entscheiden. Und danach müsste dann Schnarkes Tod kommen, wenn ich mich nicht irre. Falls es dann nicht geändert wird. Aber gut, schauen wir mal. Sie war das Schwesternschiff der Titanic. Im frühen 20. Jahrhundert wurde sie gebaut. タイタニック号には外観も内装もそっくりな3隻の姉妹船があった。ギガント号はそのうちの1隻ってわけだ。Ich bin doch nicht böse zu dir, Tamara. Ich bin eigentlich voll lieb zu dir. Also, ich piesack dich manchmal, aber. Okay, ich will jetzt nicht meine geheimen Tricks des Casanova-Lebens hier preisgeben, aber es gehört dazu. Und da ich weiß, dass du mich magst, scheint es zu wirken. Also. Dafür bin ich auch manchmal dann sehr lieb. Und das ist dann. Das kommt dir dann noch lieber vor als sonst, weil es ja sonst manchmal Ärger gibt. Aber ich verrate schon wieder zu viel. Tamara, ich hab dich lieb. Schlaf schön, falls du gleich schlafen gehst. Und ansonsten viel Spaß noch, solange du zuguckst. Okay, du bist ready? Dann mal los. Okay. Um ehrlich zu sein, hatte die Titanic zwei Schwesternschiffe. Und die sahen genauso aus. Die Gigantic war eine von denen. 当初はタイタニック号と同じく、客船として運用される予定だったんだが、浸水後間もなく、第一次世界大戦が勃発した。Eigentlich sollte das auch ein Kreuzfahrtschiff wie die Titanic werden, aber da der Erste Weltkrieg kurz nachdem das Schiff ausgelaufen ist, angefangen hat. その影響によってイギリス海軍に接収され、病院船へと改装されたそうだ。Hallo Sevi, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Hat die britische Navy sie übernommen und sie zu einem Hospital-Schiff gemacht? その後ギガント号はエーゲ海において、ドイツ軍の敷設した機雷に接触。Irgendwann während des Krieges wurde die Gigantik beschädigt, und zwar von einer deutschen Mine in dem ägäischen損See.傷を受けながらも、どうにか付近の浅瀬に乗り上げ、沈没は免れたらしい。Ist irgendwann stecken geblieben, aber ist zumindest nicht それ gesunken. からギガント号はどうなったのか。Was ist danach mit ihr 一説によ passiert? ると、イギリスの大富豪、ゴルダイン卿なる人物が、その船を買い取ったのだと言われている。Hier haben wir wieder Lord Godane, der schon öfter mal genannt wurde, auch mit der Mumie und so weiter, dass er der ist, der die Mumie auf das Schiff gebracht hat. Oder gebracht haben sollte.
Eine Theorie ist, dass dieser Lord Gobain halt sie gekauft hat. Scheint so, als wäre einer der wenigen Überlebenden bei der Titanic-Katastrophe gewesen. Das Trauma hat ihn in einen Sammler sozusagen, hat ihn zu einem Sammler gemacht, der eigentlich alles, was zur Titanic gehört, sammelt. Kurz nachdem wollte er auch die Titanic selbst kaufen. Oder haben. Das war natürlich unmöglich, weil sie auf dem Grund des Meeres lag. Die Gigantik war es allerdings nicht, und da er wusste, dass sie identisch war, glaubst du also, dass dieser Lord Gordain das Schiff gekauft hat? Yep, das glaube ich zumindest. Das ist doch unmöglich. Wir sind niemals auf einem Boot, das fast 100 Jahre alt ist. Okay, beruhig dich erstmal und hör genug zu. Ich frage mich gerade, ob das genau der gleiche Text ist, den wir schon mal gehört haben, weil da kann ich mich nicht ganz genau dran erinnern, muss ich sagen. Und das war's jetzt. Hast du auch irgendwelche Beweise dafür? Okay, daran kann ich mich erinnern. Beweise, dass es wirklich die Gigantik ist. Das Schiff hat halt den Kram, das auch die Titanic hatte, und ist halt ein Hospitalschiff, also habe ich gedacht. Oh, das ist doch jetzt nicht dein einziger Grund, oder? Nee, ich habe da noch mehr. Zum Beispiel? Also, naja. Weiß ich nicht. Scheint so, als wären deine Erinnerungen noch nicht zurück, ja? Yep, tut mir leid. Okay, da sind die Betten. Oh, eine Glocke. Das heißt, wir sind wieder näher am Endzeitpunkt. Was eigentlich als nächstes passieren müsste, ist, dass Ace sich hier so eine komische, so ein Medikament reinballert zum Schlafen. Damit wir alle durch die Türen können, weil es passt halt nicht, dass alle durchgehen, wenn ich mich recht erinnere. Es hört sich an wie die Uhr auf der Haupttreppe. 10, 11, 12. Es ist Mitternacht. Okay, wir haben noch 6 Stunden über. Okay, dann lass uns mal losgehen. Wir müssen die fehlenden Teile für die REDs finden. Was meinst du damit finden? Wie zur Hölle meinst du denn, dass wir die finden können? Diesen Raum haben wir schon komplett abgesucht. Wir haben noch nichts gefunden. So, ne? Korrekt. Damit bleibt nur noch ein einziger Platz über, an dem wir gucken können. Einer? Ja, nicht nur einer. Moment mal, du willst mir doch nicht sagen, dass wir alle anderen Räume hier durchsuchen müssen, oder? Ja, du hast doch schon ein paar von denen durchsucht, bevor ihr hergekommen seid, oder? Okay, 5 Räume wurden zumindest schon mal durchsucht. Okay, das sind dann alle minus 5 Räume. Okay, dann müssen wir nur den Rest zwischen uns 8 aufteilen. Alle von uns die 6 Räume durchsuchen, dann haben wir die 48 Räume in einer ganz kurzen Zeit
abgeklappert. Es gibt noch 48 weitere Räume. Woher weiß der das eigentlich? Das finde ich ja schon mal interessant, dass er genau weiß, dass es 48 Räume noch sind. Verdächtig. Vielleicht? Okay, also weiß jeder, in welchem Bereich er suchen soll? Okay, wir treffen uns wieder, wenn die Uhr wieder am Bimmeln ist. Wie wär's mit dem Raum mit der, all den Betten? Also der Hospital Room. Okay, das hört sich gut genug an. Ich werde rufen, sobald ich irgendeine Komponente gefunden habe, die wir brauchen. Ich hoffe, wir können sie in Zeitlimit finden. Wenn nicht, dann müssen wir uns halt einen anderen Plan überlegen. Ja, wie geht's euch denn so? Was habt ihr denn heute alles Schönes gemacht? Also ich hab irgendwie heute Morgen ab 5 Uhr mein... Woo! Ramval Domo. Danke für den Host. Moment, ich hab sogar einen Lass zum Anstoßen. Ich habe heute Morgen ab 5 ein paar Zelda-Runs gemacht, um ehrlich zu sein, 2. Und danach habe ich eigentlich die ganze Zeit gepennt, habe dann die Folge Barkerhaus geguckt und dann noch den Vogel, den Chris und die Tamara. Und jetzt bin ich hier. Also so viel habe ich heute noch nicht gemacht, wie ihr seht. Wie sieht's bei euch aus? Okay, dann mal los! Okay, es ist eins. Ich sollte besser zurück zu den anderen gehen. Eine Stunde ist rum. Ich so. Okay, es ist auch 1 Uhr. Oh. Hä? Okay, die anderen scheinen schon alle da zu sein. Was machen die da drüben alle? Hey Leute, was ist passiert? Junpei, guck mal. Ich meine Kollegen auf der Arbeit geärgert, dann war ich mit Tamara futtern, dann hatte ich dieses Stream-Date mit dem Vogel. Ja, dieses wunderschöne Date, Chris. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst, ehrlich gesagt. Glaube ich, wenn Stefan bei dem letzten, bei dieser letzten Frage nochmal verkackt hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, aufgehängt. An den höchsten Baum, den es gibt. Es ist wieder vakant, wir können durch. Hey, kommt schon Leute, wer war das jetzt? Ich dachte, wir sollten rufen, wenn wir es gefunden haben. Was ist denn los mit euch? Naja, das ist halt die Sache, wir wissen es nicht. Als ich zurückgekommen bin, da war es schon so. Und niemand anderes war hier im Raum. Das bedeutet, ich war die Erste, die wieder da war, aber... Die fehlenden Teile waren wieder zurück im RED. Es ist über Wald, wo Baum wächst. Okay. Momentchen mal, lass mich mal sehen. Du hast recht, das ist hier drin. Wie sieht es mit den anderen beiden aus? Genau, das gleiche. Lass mich mal schauen. Glaub denen doch einfach mal. Genau, wie du gesagt hast. Hey, ich will nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Oh. Ihr habt alle keine Idee, was hier passiert ist, oder? Korrekt. Clover sagt nix. Hä? Momentchen mal. Schnake. Bedeutet das, dass er sie gefunden hat?
さあな、わからん。Keine Ahnung, aber es gibt nichts, das es uns vermuten lassen würde, aber ja. Kann auch nichts finden, was dagegen sprechen würde. Wahrscheinlich werden wir es nicht rausfinden, bis wir ihn selbst gefragt haben. Ja, was hat er getan oder nicht getan? Er ist verdammt spät. Was treibt der Kerl? Er hat sich verlaufen. Ah, das wird sich richtig an. Der Dude kann halt nichts sehen. Ich weiß sowieso nicht, wie er sich hier irgendwie drin fortbewegen kann. Nein, das ist unmöglich. Gut, er ist vielleicht blind, aber er kann verdammt gut hören. Er kann sich genauso gut wie jeder andere hier drinnen fortbewegen. Er kann sich nicht verlaufen haben, das ist einfach unmöglich. Ich werde ihn suchen. Hey, warte mal, Clover, warte. Wow, das hat nicht funktioniert. Was machen wir denn jetzt? Naja, das RED funktioniert jetzt. Wir können nicht zwei Leute zurücklassen. Wir sollten auf jeden Fall nach ihnen suchen. Oh Mann, das ist echt nicht gut. Oh ja, was für eine tolle Idee. Wir haben gerade so viel Zeit verschwendet, diesen elektronischen Müll zu suchen. Und jetzt sollten wir noch mehr Zeit verschwenden, um ein paar Idioten zu suchen. Okay, dann bleib einfach hier, wenn du denkst, dass das Richtige ist. Aber wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nur noch 5 Stunden über. Okay, wir sollen uns aufteilen. Alles klar, ich gehe in die Richtung. Dann gehe ich da lang. Ich gehe da lang. Wir sehen uns später. Okay, dann sollten wir auch gehen. Dann mal los. Aber wo sollen wir anfangen? Okay, letztes Mal haben wir das gewählt. Dann lass uns doch diesmal... Casino. Okay, wir müssen mit dem Casino auf dem B-Deck. Dann mal los, Jumpy. Junpei. Hey, was glaubst du, was du da tust? Warum drückst du deine Boobies zusammen? Was soll das? Willst du uns noch weiter ablenken hier, oder was? Unsere Mission ist in Gefahr. Aber wir können auch gerne ein bisschen da drin rumspielen. Ups. Wisst ihr, Leute, der Stream ist ab 18. Ist das nicht offensichtlich? Ich suche nach Schnake. Ah, das sieht für mich nicht so aus. Dann solltest du vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Ups. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier das Problem ist. Oh, by the way. Ich habe da einen Vorschlag für euch beiden. Wollt ihr euch den mal anhören? Nö, diesmal hören wir nicht zu. Nö, danke. Lass uns abhauen, June. Geil. Sie sagt da auch nichts zu. Wir gehen einfach weg. Tschüss. War das richtig? Meinst du nicht, wir hätten ihr zuhören sollen? Nee, ich habe da schon eine ziemlich gute Idee, was ihr Vorschlag gewesen wäre. Wir sollten weiter nach Schnake suchen. Okay, wo sollten wir als nächstes hingehen? Wir gehen einfach mal zurück. Warum gehen wir nicht zurück zum Hospital Room? Okay. Hey, Momentchen mal.
Santa? Was soll Junpei tun? Nö, wir gehen auch von ihm weg. Puh. Von ihm werden wir sowieso nichts erfahren. Junpei? Ja, naja, alles gut, lass uns abhauen, Jun. Wo sollen wir als nächstes hingehen? Was ist eigentlich, wenn wir da nochmal hingehen? Ja, hier die. Was ist los? Warum gehen wir nicht nochmal zur Kabine in der ersten Klasse? Okay. Oh ne, Moment, hä? Wo ist doch was anderes? Was soll Junpei tun? Nö, die lassen wir auch alleine. Die können wir alle mal. Vielleicht sollten wir sie einfach in Ruhe lassen. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich sag zu dem Link mal nichts. Ja gut. Typical... Typical Scrubs. Wir müssen wirklich Schnake finden. Auch für Clover. Was sollen wir als nächstes suchen? Gehen wir nicht nochmal zum C-Deck. Wir können jetzt nochmal den langen Gang mit all den Räumen anschauen. Okay. Ist hier noch jemand? Hey, Schnake, wo bist du? Antworte mir, wenn du da bist. Nö. Genau, wir überlassen uns Ace. Wir können woanders hingehen. Okay, wenn du willst. Aber wo? Gehen wir wieder zurück. Warum gehen wir nicht zurück zum großen Hospital Room? Schon wieder. Ist er jetzt schon wieder? Scheint nicht so, als ob irgendjemand hier wäre. Was machen wir jetzt? Fertig, so. Das war die beste Suche unseres Lebens. Schnake war nirgendwo, wo wir gesucht haben. Wir können nicht einfach so weitermachen. Auch immer er ist nicht hier. Wir müssen weiter. Wir haben keine Wahl, Lotus hat recht. Wir sind diesmal ein richtiges Schwein und helfen niemanden. Und vor allem nicht June. Mal gucken, was dann passiert. wir finden Schnake niemals. Aber es gibt da ein Problem. Wir müssen uns immer noch überlegen, wer durch welche Tür geht. Ich hab da so einen Vorschlag. Warum entscheiden wir uns nicht dafür, eine Person zu opfern? Ich will aber noch mal eben kurz was gucken, und zwar, welche Tür wir letztes Mal genommen haben. Das weiß ich nämlich schon wieder nicht mehr. Okay, wir sind letztes Mal durch Tür 7 gegangen. Da müssen wir 3 oder 8 nehmen. Gisei? Opfern? Okay, vielleicht ist das ein bisschen. Vielleicht sind es harte Wörter, aber ja. Mittlerweile habt ihr doch alle eine Idee davon, was hier abgeht, oder? Wir können nicht alle durch diese Türen da gehen. Wenn wir uns in zwei Teams aufteilen mit 4 oder 3 Leuten, dann werden 3 Leute zurückgelassen. Wenn wir uns in 2 Teams mit jeweils 5 und 2 Leuten aufteilen, dann werden 2 Leute zurückbleiben. Aber wenn wir uns in 2 Gruppen mit 3 Personen aufteilen, dann bleibt eine Person draußen und die wird dann zurückgelassen. Drei Leute zurücklassen mit 2 Teams aus 4 und 3.
Wir sind uns nicht sicher. Momentchen mal. 5人 と 2人 なら 2人 が取り残される。Zwei Leute werden zurückgelassen, wenn wir uns in 5 und 2 aufteilen. 3人 と 3人 と 1人 だったら 1人 が犠牲に。Und eine Person wird zurückgelassen, wenn wir uns in 3, 3 und 1 aufteilen. それはわかるんだ。2人や1人じゃ。Den Teil habe ich verstanden. Du kannst nicht durch die nummerierten Türen mit weniger als 3 Leuten. Aber wenn wir uns in 4- und 3er-Gruppen aufteilen, dann warum werden dann 3 Leute zurückgelassen? Dann geh doch mal die Nummern durch. Sagen wir mal, wir gehen durch Tür 7 mit 1, 4, 5, 6. Wer bleibt über? 3, 7, 8. Das ist die Dingsnummer davon. 3 plus 7 plus 8 equal 18. Da kann ich 1 und 8 auf 9. Okay, 9 bleibt über. Aber hier gibt es keine Tür, oder? Tür Nummer 9 gibt es hier aber nicht. Da kann ich 3, 7, 8. 3, 7 und 8 bringt es nicht weiter. Das war natürlich nur ein Beispiel. Es gibt viele unterschiedliche Kombinationen, aber das Endresultat wird immer das gleiche sein. Es ist eigentlich Schnuppe, welche vier es sind. Die drei, die überbleiben, können durch keine der anderen Türen gehen. Du kannst das ja gerne nochmal durchrechnen, wenn du die Zeit hast. Du wirst es schon sehen. So sieht's immer aus. Wenn wir jetzt wieder zurück zu meinem Vorschlag gehen könnten. wir müssen nur eine Person opfern, wenn wir uns in 331 aufteilen. Du willst mir also sagen, wir müssen entscheiden, wer hier zurückbleibt? Wenn wir die Situation mal betrachten, in der wir uns befinden, dann wäre es logisch und moralisch die beste Entscheidung. Wenn die anderen sechs überleben sollen, dann muss eine Person sich leider opfern. Das ist doch unmenschlich. Was ist daran unmenschlich? Einfach so jemanden opfern. Na gut, was ist denn dein Plan? Sollen wir lieber zwei Menschen opfern als nur einen? Das ist nicht das, was ich meine. Wir sollten niemanden opfern. Aber das ist möglich. Wach doch endlich mal auf. Wow, 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 ganz ruhig, ihr beiden. Schaut mal, was Lotus hier nur sagen will, ist. Wir sollten versuchen, so viele Menschen wie möglich glücklich zu machen. Genau, das ist das, wie Demokratie nun mal funktioniert. Und deshalb denke ich, dass der einzige faire Weg wäre, zu wählen, wer geopfert werden soll. Was glaubt ihr? Was denkt ihr? Nein, das ist schrecklich. Klappe zu, ich habe dich gefragt. Was ist mit dir, Santa? Okay, ja, ich bin dafür. Zwei dafür, einer dagegen. Seven. Ich kann nicht wirklich sagen, dass mir der Vorschlag gefällt, aber wir haben nicht wirklich eine Wahl. Wenn ich irgendwas tun, dann werden wir alle sterben. Schade, dass man nicht wirklich wählen kann, wer hier bleiben soll. Schön, dass du verstehst. Oder schön, dass du das verstehst. Wenn ich nur noch einen Vote mehr bekomme, ist es schon entschieden. Klar war?
やつば。バーバー。あなたのお兄さん。ニルスは多分、ナンバリングドアの向こう側にいるはずよ。Dein Bruder ist wahrscheinlich hinter einer der nummerierten Türen. これだけ探しても見つからなかったんだもの。そう思わない？ Wir haben schon überall gesucht, aber konnten ihn nicht finden. Das bedeutet doch wohl, dass er irgendwie durch eine von den Türen durchgegangen ist, oder? Es würde die Sache definitiv interessanter machen. Ja, das sehe ich auch so. 一緒に探しに行きましょう。Lass ihn uns doch zusammen suchen, okay? たった一人を犠牲にするだけで、それが可能になるの。Wenn wir eine Person opfern, dann können wir nach ihm suchen. だから。ね。Das verstehst du doch, oder? Stimmst du mir doch zu. これで決まるの。Okay. Damit wäre es entschieden. さてと。それじゃ早速だけど。Okay, dann lass uns mal voten. Alle für Lotus. Ach, das ist nicht nötig. Ich werde bleiben. Das sollte unser Problem lösen, stimmt's? Hey, was sagst du da? Das kannst du nicht tun. Das wird gar nichts bringen. Und ich glaube, du hast mich ein bisschen missverstanden. Ich habe gesagt, ich würde bleiben, aber niemals, dass ich mich opfern werde. Okay. Ich vertraue euch allen. Ich denke, ihr werdet zurückkommen für mich. Und mich holen. Wow, wow, wow. Da, es gibt optimistisch und dann gibt es einfach nur bekloppt. Das sind Einwegtüren. Du gehst rein und kommst nicht wieder raus. Wenn wir durch die gehen, dann könnt ihr nicht mehr zurückkommen, korrekt? Jupp. Okay, das ist aber nicht der Fall, wenn ihr von diesem Schiff entkommen könnt. Was? Bitte, wenn ihr, sobald ihr entkommen seid, kommt bitte zurück und holt mich. Am besten mit dem Time Limit, das Zero uns gegeben hat. Das ist doch lächerlich. Wir können niemals zurück in der Zeit zurückgehen. Wir haben nur noch 5 Stunden über. Wir wissen nicht mal genau, wo wir sind. Wie sollen wir jemanden finden, der dich retten kann? Okay, willst du dann anstatt mir hier bleiben? Oder willst du vielleicht June zurücklassen? Okay, es gibt keine andere Wahl. Ich denke, damit haben wir eine Entscheidung getroffen. Kommt schon, geht weiter und macht euch keine Sorgen um mich. Los, schnell! Okay, dann lasst uns doch dieses nette Angebot annehmen. Ah, ich glaube, das ist das Beste für mich. Vielleicht kann ich einen schönen Snickerchen halten. Vielleicht ist es mein Alter, aber ich werde mittlerweile ziemlich müde diese Tage. ねえ、ちょっとみんな、何してるのよ。 Okay, worauf warten wir jetzt? 時間がもったいないわ。早く行きましょう。 Wir verschwenden die Zeit. Warum beeilen wir uns nicht ein bisschen? そうだな。行こう。 Du hast recht, wir sollten einfach weitergehen. Das ist das Einzige, was wir momentan tun können. Seven. 俺も賛成だぜ。正直長話にうんざりしてたところだ。 Ehrlich zu sein, langsam geht mir euer Gequatsche ganz schön auf die Nüsse. Du auch, Santa? 私もお兄ちゃんを
Wir verschwenden die Zeit. Aber später dann diese ellenlangen Dialoge halten. Da hast du völlig recht, Chris. Das ist einfach grauenvoll. Deswegen habe ich die anderen noch einfach mal in Ruhe gelassen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ich muss meinen Bruder finden. Wartet mal alle. Wir müssen ruhig bleiben und nochmal drüber nachdenken. Es muss einen Weg geben, um hier alle rauszubekommen. Es muss einfach. Das stimmt doch, oder, Jimpy? Sag was. Okay, lass uns nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Okay, vergiss es einfach. Ich werde es schon selbst rausfinden. Ace, bitte steh auf. Du kannst doch noch nicht aufgeben. Wir sollten uns nochmal zusammensetzen und darüber nachdenken. Wir finden schon irgendwie einen Weg, wie wir alle rauskommen. Ace! Was ist passiert? Sag doch was. Mir geht's gut. Was? Irgendwas stimmt doch nicht. Das hier. Spritze? Suppuril Beta, was tut das? Was macht das? Hast du das benutzt? Keine Sorge. Das ist nur ein Beruhigungsmittel. Alles wird gut sein. Ich habe es gefunden. Als wir die Hospital Rooms durchsucht haben. Ich habe gedacht, es könnte später vielleicht nützlich sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es an mir selbst austeste. Warum hast du das getan? Das habe ich dir doch schon gesagt, ich würde gerne ein Nickerchen halten. Ich bin wirklich sehr müde. Ichimiya-san. Gibt es noch was, was du sagen möchtest? Könntest du bitte ein bisschen ruhiger sein? Ich würde gerne ein bisschen schlafen. Nein. Ace, nicht einschlafen. Mune? Hat er gerade gesagt, dass ihre Brust warm ist? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Ich bin jetzt ja noch nicht ganz der Übersetzungspro, aber Chris, Mune heißt doch Brust, oder nicht? Alala, alala. Ja, das fühlt sich warm an. Oh, das fühlt sich echt gut an. Ich habe wahrscheinlich einen ganz schönen Traum. Ace. Okay, lass ihn uns auf dem Bett legen. Ja, nun haben wir wirklich keine andere Wahl. In dem Kontext bin ich mir tatsächlich unsicher. Wir können sein Opfer nicht einfach so verschwenden. Stimmt's? Als ob du das wirklich meinen würdest. Hast du irgendwas gesagt? Okay, wir haben uns aber noch nicht fertig entschieden, stimmt's? Na, wer durch welche Türen geht, du Dusseltante. Das stimmt. Okay, genug mit dem Rumgedödel hier. Lass uns entscheiden. Lotus, welche Tür möchtest du? Tür Nummer 8. Das ist die gleiche Nummer wie mein Bracelet. Okay, du bist 8. 7, welche Nummer willst du?
Ich nehme Nummer 7, mit ich komme mit dieser alten Oma einfach nicht klar. Hast du so gerade gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ah, das wirst du schon auf verräumt, Freundchen. Okay, wer ist als nächstes dran? Junpei, welche Tür willst du? Hä, wir hatten doch Tür 7. Ach nee, wir haben Tür 3 gesagt und haben uns dann, glaube ich, umentschieden. Wir nehmen mal Tür 7 und sagen dann Tür 3. Ich glaube, ich nehme Tür 7. Okay, dann ist es wohl 7. Oh. Okay, das bedeutet, dass Jun durch Tür Nummer 8 muss. Hä? Warum? Was? Wenn wir 6 weitergehen wollen, ohne jemanden zurückzulassen, dann gibt es nur 3 Wege, wie wir es tun können. 3, 5 und 8 durch 7, 4, 6 und 7 durch 8. 4, 5 und 7 durch 7 und 3, 6 und 8 durch 8. 3, 6 und 7 durch 7 und 4, 5 und 8 durch 8. Oder 3, 6 und 7 durch 7 und 4, 5 und 8 durch 8. Es gibt keine weiteren Kombinationen. 3 と 4, 5 と 6, 7 と 8 は絶対に同じ扉には入れねえってことだ。 3 und 4 und 7 und 8 können niemals durch die gleichen Türen gehen. Verstehst du? そんな… Oh, das kann doch nicht sein. それじゃあ私はこの先ずっと純平君と離れ離れに。Leute, das ist, wir uns die ganze Zeit nicht sehen können. はいはい。そんな根性の別れみたいな言い方するなよ。Hey, komm schon, das hört sich an, als ob wir uns niemals wiedersehen werden. Wir teilen uns nur für eine kurze Zeit auf. Das ist doch genau wie, als wir durch die Tür 4 und 5 durchgegangen sind. Okay, das ist schon mal anders, weil da bezieht er sich auf den Fall, wo wir nicht mit ihr durch die eine Tür gegangen sind. Das war beim ersten Mal natürlich nicht so, wo wir zusammen durchgegangen sind. Wir haben uns da auch aufgeteilt, aber haben uns alle wieder getroffen. 7 und 8 sind bestimmt genauso. Du meinst, dass die irgendwo verbunden sind? Höchstwahrscheinlich. Ich bin mir sicher, dass die irgendwo wieder zusammen... Komm. Ich glaube, zwischen Jun und Junpei scheint es zu knistern. Da hast du recht. Da hast du völlig recht. Ich fühle jetzt schon den Progress. Warum? Was? Warum glaubst du daran? Wenn die das nicht tun, dann kann kein Team durch Tür Nummer 9 gehen. Das bedeutet, dass das Spiel hier aufhören würde. Der Typ, ey, der hat entweder hat er eine verdammt schnelle Auffassungsgabe, dass er sowas sofort immer durchrechnet, oder er hat Hintergrundinformationen. Also das finde ich schon krass. Vor allem, weil er so aussieht wie irgendein komischer Mechaniker oder so ein Quatsch. Also verdächtig, Mr. Seven. Äußerst verdächtig. Zero hat wirklich alles im Griff bisher. Ich glaube nicht, dass er uns jetzt hier so einen Quatsch reinballern würde. Der Typ ist eigentlich Zero. Kann sein. Also, wie gesagt... Ich weiß ja nicht, ob ihr noch meine Theorien vom letzten Mal wisst, aber ich habe auf jeden Fall entweder Seven, weil er so unglaublich viel Krams weiß und auch so manchmal so ein bisschen ja, so ein bisschen verworren geredet hat, so als ob er noch Hintergrundinformationen verstecken würde. Und dann habe ich Ace, weil er ja, ich weiß nicht, dieses Zurückbleiben hier, das finde ich ganz, ganz komisch. Der ist auf jeden Fall für mich einer. Ach ja, und der zweite Grund war, beim ersten Mal, wo wir verreckt sind,
Da haben wir Lotus noch gefunden und ihr Bracelet war weg. Und 8 plus 1 würde 9 ergeben. Also theoretisch wäre das eine Möglichkeit, ja? Also, dass er Lotus gekillt hat und dann ihr Armband geklaut hat. Kann natürlich auch Humbug sein, weil er uns und Schnark in dem Fall ja auch weggeballert hat, wenn ich mich recht erinnere. Das dritte ist meine Vermutung, dass es zwei Killer geben könnte. Einer, der Schnarke killt. Und dann, dass Clover sozusagen ihn rächt und andere Leute killt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also das sind meine härtesten Vermutungen. Und ja, leicht June, aber ich glaube, dieses ganze, dass sie dauernd irgendwie umkippt und so weiter und dass sie beschützt werden muss. Ich glaube, das soll einen irgendwie so ein bisschen auf sie aufmerksam machen, dass sie eventuell so versteckter Killer sein könnte. Das glaube ich irgendwie nicht. Das wäre irgendwie relativ offensichtlich, finde ich. Deswegen glaube ich nicht. Also meine Reihenfolge wäre, wenn es zwei Killer gibt, auf jeden Fall Clover einer dabei und ansonsten Seven oder Ace. Ja. Meine momentanen Gedanken auf jeden Fall. Es gibt ja einige Filmspiele, die so eine doppelte Spielsache führen, wo sich das Mastermind einschleicht, um einiges zu forcieren. Sowas in der Art erwarte ich bei Danganronpa nach diesem Ende von Samstag. Interessante Theorie, Chris. Da musst du aber weiterspielen, um das rauszufinden, würde ich mal sagen. ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er so lange Spaß haben will, wie es geht. Er wird das Spiel nicht beenden, bis wir durch Tür Nummer 9 gegangen sind. Deine Ideen klingen schon solide, danke. Also ich gehe auch ganz, ganz stark davon aus, dass Zero dabei ist und auch irgendwie einen davon gekillt hat oder so. Also Schnarke eventuell. Die Frage ist natürlich, ob sich das je nach Entscheidung vielleicht auch ändern könnte, wer ein Killer ist oder so, ob es da mehrere Möglichkeiten gibt. Das kann natürlich auch sein. Alles wird gut werden. Wir werden uns wiedersehen, ich verspreche es. Ja? Du versprichst. Können wir uns jetzt nicht mehr umentscheiden? Jetzt gehen wir dann ja schon wieder durch Tür 7. Das wäre aber ein Reinfall jetzt. Ich wollte eigentlich durch eine andere Tür. Okay, ihr habt euch entschieden, oder? Okay, das ist dann entschieden. Clover und ich werden in unterschiedlichen Gruppen gehen. Dann nehme ich die 8 und Clover kann die 7 nehmen. Yotsuba. Welche Probleme damit, Clover? Mir egal. Hör auf, ich will schon die ganze Zeit den Anime weiterschauen. Ich bin so hart getriggert. Oh Mann. Es ist auf jeden Fall, es bleibt spannend, Chris. Unerwartete Dinge passieren eventuell. Davon lebt das aber ja auch so ein bisschen. Wer hätte schon gedacht, dass Mondo Dinge tut? Okay, dann sind wir fertig, um weiterzugehen. Weiter, los. Oh nein, ich will nicht! Seid ihr bereit? Oh nein, ey, jetzt sind wir wieder durch. Scheiße! Das wollte ich nicht. Ah! Mann, ey. Das nervt mich jetzt. Jetzt haben wir schon wieder die gleiche Tür. Grrr! Junpei. Was machst du da, Junpei? Na gut, es ist zumindest ein bisschen anders. In der Hinsicht, dass wir nicht mit June gehen, sondern dass wir diesmal Clover dabei haben. Das ist zumindest ein bisschen anders. Vielleicht bringt das ja auch noch neue Erkenntnisse. Nur noch 81 Sekunden. Wir können nicht mehr Zeit verschwenden. Los jetzt. Schau, die rechte Tür. Da ist eine Dead.
Ich wollte ja nicht die 7 nehmen, ich wollte einfach nur was anderes auswählen und dann mich in dem Fall für 3 umentscheiden oder für 8 halt. Das Ding ist halt, dass wir beim ersten Mal haben wir erst 3 gesagt und dann konnten wir uns aber noch umentscheiden. Ja, aber gut. Jetzt ist es egal. Jetzt haben wir die dabei. Schaut doch mal die Tür der linken Seite, ich kann das Dead sehen. Na gut, wer weiß, wie oft wir das noch durchspielen müssen. Also wie gesagt, wir haben auf jeden Fall eine Sache vergessen. Und ich denke mal nicht, dass die Sache da einfach nur so rumliegt. Oder, ja, also das würde mich wundern. Das hat aufgehört. Okay, verrückte Lache. Das ist das zweite Mal, dass wir durch diese nummerierten Türen gegangen sind, aber... Puh, du kannst dich einfach nicht dran gewöhnen. Ich hätte gedacht, ein Typ von deiner Größe hätte echt größere Balls als das. Momentchen mal, sind wir wirklich mit June letztes Mal hier durchgegangen? Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Oder habe ich jetzt irgendwie Hallos? Was hast du gesagt? Das ist normal. Du hast keine? Du Kleine. Zu sterben? Versuch's doch mal. Du kleiner Scheißer, du. Okay, dann mal los. Hey, beruhigt euch, das ist jetzt nicht die Zeit dafür. Das bringt uns gar nichts. Mann. Okay, warte mal eine Minute. Lass uns mal schauen, ob hier noch irgendwelche anderen Türen sind. Oh, wir sind gerade durch die Tür gekommen. Natürlich ist sie wieder verschlossen. Es gibt da einen kurzen Weg auf der linken Seite hier. Eisenwand, da werden wir auch nicht durchkommen. Die Tür ist die einzige Option, die wir haben, oder? Scheiße. Hey, irgendwas ist auf die Tür geschrieben. Diese Eisenplatte. Operating Room. Operating Room. Oh, jetzt kommt wieder das mit diesen Poppen da. Okay, das wird wahrscheinlich nicht gerade schick sein. Okay, es bringt nicht wirklich was hier rumzustehen. Rein da und schauen, was drin ist. Oh. Was ist los? Nix, alles gut. Lass uns einfach losgehen. Hm? Was ist denn das hier? Lass uns doch mal schauen. Clever. Ja. Clever. Hey, was ist los? Poppe. Was zum Teufel ist das? Hey, ist das eine Leiche? Wir sollten uns das mal genauer anschauen. Ja. Das ist... Wow, das ist doch nur... Das ist ja nur eine große Puppe. Puppe? Oh, es ist nur eine Puppe. Mann, das hat mich jetzt wirklich erschreckt. Das hat mich auch gewundert, wenn du Nüsse hättest. Klappe zu, du Specko.
Was willst du von mir, du kleines Würstchen, du? Komm doch her, du Wal. Jetzt hör mal auf, Leute, ey. Oh, das nervt mich jetzt, dass wir das nochmal machen müssen, ey, ich Idiot. Egal, so wie es aussieht, könntet ihr beide ein bisschen... Moment. Ach so, er hat ein bisschen mehr, was ihr gebrauchen könntet, Herz. Genau. Ich rede über ein Herz. Das da? Du meinst in seiner Brust? Yep. Warum sollte da ein Herz in der Puppe sein? Ich glaube nicht, dass es eine Puppe ist. Ein medizinisches Mannequin oder irgendwie sowas? Vielleicht hat es auch eher einen privaten Nutzen? Quiku, quiku! vielleicht sollen wir uns hier ein bisschen umgucken. Lass uns losgehen. Okay. Okay. Such deinen Weg nach draußen. Okay, mal gucken, ob wir das noch alles wieder zusammenkriegen vom letzten Mal. Wir müssen auf jeden Fall hier was rausholen. Das. Schnappt ihr das doch. Ja, ein medizinisches Mannequin mit den Innereien. Ew, eklig. Hey Junpei. Da ist ein Schlitz in dieser Brust. Natürlich. Da ist irgendwas drin. Vielleicht können wir es rausbekommen. Verdammt. Das verdammte Ding bewegt sich nicht. Ach, das mussten wir irgendwie raus... Pinzette rausholen oder so? Oder rausbrennen oder irgendwie sowas? Okay, das kann man jetzt wohl nicht mit Kraft hinbekommen. Wir wollen immer was Kleines, was zwischen die Löcher da passt. Okay. Da haben wir es doch, das Skalpell. Ein nicht rustiges Skalpell. Ja gut. Können wir nicht rausschneiden? Okay, nein. Gucken nochmal da hinten hin. Ist hier noch irgendwas, was wir brauchen? Der Kocher-Forzeps. Ihr Fröschlein, ich husche zu Tamara ins Bett, aber ich schaue noch ein bisschen zu. Kann nur nicht mehr schreiben. Alles klar, Chris. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Zugucken und sag schon mal bis morgen. Und falls du einpennst, wünsche ich dir eine schöne Nacht. Oder euch beiden. Nee, das ist wahrscheinlich ein paar Kocher-Forzeps. Die Dinger werden während Operationen benutzt. Die können Blutgefäße geschlossen halten. Vielleicht können wir damit irgendwas aus irgendwelchen Löchern ziehen. Vielleicht können wir das ja genau benutzen. Sehr gut. Dann werden wir das doch gleich mal sofort tun. Zack, Fake-Organ. Judy. Schauen wir hier nochmal drunter. Da ist der Kopf. Genau, hier müssen wir ja die Teile suchen. Sie hat einen Namen, Lucy. Das arme Ding. Scheint so, als hätte Lucy nur einen Kopf und einen linken Arm. Vielleicht sollen wir alle Teile sammeln. Ja, dann machen wir das doch mal. Was ist das für ein Ding? Es hat kurze Eisenbeine. Vielleicht ein Heater, ein Erwärmer oder eine Hitzer. Ist nichts drin. Da haben wir schon mal die falsche Brust. Vielleicht musst du die Bakterien abtöten von irgendwas. Da ist irgendwas zum Kochen.
Da ist aber nichts drauf, was man gebrauchen könnte. Okay. Da ist auch nichts drin. Viele Buddeln auf dem Schrank. Alles Medizin. Die haben alle irgendwelche Label, aber die medizinischen Wörter kann ich nicht verstehen. Okay. Hier rum, da rein. Ist verschlossen. Sobald wir den Schlüssel finden, können wir vielleicht ein bisschen weiter gucken. Ich glaube, da muss man hier rechts rum, ne? Und dann hier rein. Hä? Okay. So, das, der Ausgang, oder? Ja. Ja, ja, ist okay. Wissen wir. Wie war das denn noch? Was mussten wir noch machen? Wo war denn noch was? Die Puppe da drüben sieht aus wie eine Frau. Du meinst Lucy? Ja. Yep. Hey, das Ding hat auch irgendwas draufstehen. John. Miss Lucy dort drüben hat nur einen Kopf und einen Arm. Scheint so, als ob John alle seine Teile haben würde. Was ist hier nun los? Hey. Ich frag mich, was das für ein Ding ist. Da steht Kilogramm auf dem Display. Und das ist vielleicht sowas wie eine Anzeige? Ist wahrscheinlich. Ein Operationstisch. Glaubst du, dass ein alter Operationstisch so ausgesehen hat früher? Keine Ahnung. Gut. Das war's nicht. Was? Ist hier noch irgendwas? Nö. Rohr? Hier noch irgendwas gewesen? Da ist irgendein Gerät, da steht auch Kilo drauf. Auch eine Anzeige. Ja. Okay. Sieht nicht sehr komfortabel aus. Da ist auch nichts, was man irgendwie anklicken kann sonst. Das verstehe ich nicht. Viel Medizin. Irgendwelche Laxatives. Hört sich eklig an, aber. Ich glaube, jeder von uns hat die gleiche Idee. Wenn wir vielleicht diese Laxatives hätten, könnten wir. Also Durchfallmedizin sozusagen. Können wir das benutzen, um die Bomben vielleicht auszupupen? Leider. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, was diese ganze Medizin hier macht. Okay, lass uns mal versuchen, das Skalpell oder das Organ mit dem Skalpell zu schnibbeln. Ah, okay. Da ist der Schlüssel dazu. Jetzt können wir dann, glaube ich, durch, ne? Okay, unlocked. Da haben wir nichts. Ist hier was drin? Genau, da ist das Piece of Paper, wo drauf steht, wie viel die Teile wiegen müssen. Das hatten wir ja schon mal. Hier sind diese Schränke, die wir gleich noch öffnen müssen. Wir müssen die Farben hier mit dem. Was war das noch mit dem Wasser hinbekommen? Oder? Okay, ja, genau. Wir müssen da irgendwie das Wasser reinkriegen. Ist ja nichts gewesen, ne? Nö. Okay, wir gehen in den anderen Raum erstmal. Oder? Was war hier noch? Ne, da brauchte man ja den Schlüssel. So. Jetzt mal hier rum. Und hier rein. Goody. Da haben wir das blaue Wasserzeugs und das rote Wasserzeugs. Jetzt können wir. Okay, da ist eine Note. Ach, wir müssen ja wieder hier rausfinden, wie viele
aus wie vielen Atomen diese Dinger da bestehen und das ist dann der Nummerncode, ne? Hat das irgendwas mit dieser Box zu tun? Egal, wir werden auf jeden Fall erstmal wieder in den anderen Raum gehen. So, so, so. Und hier unser blaues Wasser reinhauen. Hey, das blaue Licht ist an und ich habe ein Geräusch gehört. Sondern es auf irgendwas aufgeschlossen worden wäre. Oh. Okay. Ach, ja, okay, wir müssen. Alles gut. Nehmen das erstmal wieder raus. Und nehmen wir jetzt das rote. Jetzt ist der rote aufgeschlossen. Vergiss das mal, hast du das gerade gehört hier? Genau, und jetzt haben wir das blaue rein, dann haben wir lila. Jetzt müssten alle Türen auf sein. Kombinierst rot und blau und kriegst dadurch lila. Das lila Licht ist angegangen. Wir haben ein Geräusch gehört, was glaubst du war das? Das Geräusch kam irgendwo aus der Nähe. Irgendwas in diesem Raum muss sich verändert haben. Okay, dann lass uns mal schauen. Dieses Geplätscher und gleich muss ich auf Klo. Okay, da haben wir das rote Bein. Da haben wir das blaue Bein. Und den falschen Dingskörper, ja. Judy. Das hätten wir also auch. Jetzt müssen wir noch in diesem Raum den Nummerncode eingeben. Carbondioxid, Ammoniak und Ethanol müssen wir rausfinden. Tja, wenn ich jetzt mal noch meine Zettel... Habe ich das eventuell noch? Wartet mal eben kurz. Ich habe mir das ja mal aufgeschrieben beim letzten Mal. Habe ich das? Ich kann nur drei Nummern eingeben. E ist für Enter und C ist für Clear. Lass es uns mal probieren. Also, 3 müsste Carbon-Dingsbums sein. Ammoniak war 4. Und Ethanol war 9. Sehr gut. Hatte ich noch aufgeschrieben. Mann, bin ich gut. Und dann haben wir hier noch das falsche Herz. Guti. Dann haben wir, glaube ich, alles. Sollten wir zurückgehen? Ich glaube, das wäre das Beste. So. Hey, Seven, was ist los? Das ist eine Medizinbottle. Ja, das hat irgendwie meine Aufmerksamkeit erregt. Ethylen, Diamin, Tartreto. EDT. EDT. Das ist. Die Geschichte hatten wir auch schon mal. Das ist dieser Stoff, der sich, nachdem es einmal freigesetzt wurde, auf der ganzen Welt verändert hat. Ne? Das ist keine Medizin. Ich glaube, das ist ein Industriestärkemittel. Warum sollten die sowas hier haben? Ja, wahrscheinlich, um irgendwas sauber zu machen. Was denn? Wenn ich das mal wüsste, aber... Scheint so, als hätte es mein Hirn aufgeräumt. Erinnerst du dich an irgendwas? Jo. Ich erinnere mich an eine Geschichte über EDT. Das war vor ungefähr 50 Jahren. Es gab da diese Fabrik irgendwo in Amerika, die irgendwelche großen EDT-Kristalle gemacht hat oder hergestellt hat.
Wir haben es hergestellt, um es als Industriestärke Säuberungsmittel zu verkaufen, genau wie ich es eben gesagt habe. Aber ein Jahr nachdem die Fakte nachdem die Fabrik ja, die Betrieb aufgenommen hat. Ist irgendwas Komisches mit den Kristallen passiert, die sie da hergestellt haben? Irgendwelche Wassermoleküle haben sich an die EDT-Kristalle gehängt. Das hat sie irgendwie mutieren lassen und ja, zu einem Hydrat werden lassen. Sobald sich diese Kristalle in Hydrate verwandelt haben, wurden sie als Säuberungsmittel nutzlos. Die Fabrik musste die ganzen Kristalle wegschmeißen, ja, da sie als Hydrate halt nutzlos waren. Aber damit hat es nicht aufgehört. Nachdem das passiert ist, ist das Phänomen weitergesprungen auf alle Fabriken, die diese EDT-Kristalle benutzt haben. Sogar die ganzen Dinger, die nicht mal in der Nähe der amerikanischen Fabrik waren. Sie haben genau die gleichen Kristalle auf genau die gleiche Art, mit genau den gleichen Materialien und genau dem gleichen Equipment und der gleichen Umgebung hergestellt. Dann haben sich aber auf einmal alle Einzelkristalle, die ja zu in diese Hydrate mutiert. Und seit diesem einen Tag hat es keine Fabrik irgendwo geschafft, diese puren EDT-Kristalle herzustellen. In den ganzen Jahren vorher, in denen diese EDT-Forschung vorangetrieben wurde, haben sie niemals ein Hydrat bekommen. Aber nachdem das in der ersten Fabrik passiert ist, hat es sich einfach ausgebreitet. Naja, es war... wie willst du das sagen? Du meinst, es war so eine Art Infekt wie so ein Virus? Ja, nicht ganz. Es hat sich eher ausgebreitet wie ein Waldbrand. In dem ganzen Laboratorium hat sich gezeigt... Oder nee, es ist in den ganzen Laboratorien aufgetreten, die eigentlich komplett von dem Rest der Welt isoliert waren. Es ist sogar mit Dingen passiert, die eigentlich komplett verschlossen waren oder eingeschlossen waren. Es scheint nicht so, als könnte es das Resultat... Moment. Es scheint nicht so, als ob es das Resultat davon wäre, dass es mit anderen Dingern in Kontakt gekommen ist. Also... Na gut, ich dachte vielleicht, das wäre jetzt eine Information, die nützlich wäre. Genauso wie die Kristalle, die diese Informationen überall auf der Welt ausgebreitet haben. Welche Informationen? Wie man einen neuen Kristall herstellt. Irgendjemand musste diesem Teil doch sagen, wie es funktioniert, oder? Fast so, als würde es
an das EDT in dem Tank geflüstert werden. Hey, wenn du das so machst, dann kriegst du Wassermolekulare. Ach komm schon, Mann, das ist doch jetzt Quatsch. Meine, wer ist diese Person überhaupt? Jemand, den du nicht sehen kannst. Jemand, der auf der ganzen Welt existiert. Du meinst, wie so ein Gott? Oder vielleicht auch der Teufel? Ey, was macht ihr zwei da drüben? Hört auf, unsere Zeit zu verschwenden und kommt endlich rüber. Okay, okay, wir kommen ja schon. Mann. Okay, das ist die Story. Könnte irgendwann nützlich werden, vergiss das nicht. Schon wieder. Der Typ gibt uns einfach irgendwelche random Informationen. Er hat angeblich sein Gedächtnis vergessen, aber weiß über so einen Kram, der hier rumsteht, Bescheid. Und sagt uns auch noch, dass es vielleicht irgendwann mal nützlich sein kann. Sehr verdächtig, mein Freund. Sehr verdächtig. Die Informationen wurden unsichtbar weitergetragen. Kann sowas wirklich passieren? Okay, weiter über diesen Müll nachzudenken, hilft mir jetzt nicht wirklich. Verdächtig, verdächtig. Ja, das finde ich auch. Allerdings, man muss auch sagen, das könnte auch schon wieder zu verdächtig sein, genauso wie das mit June. Also, weiß ich nicht. Also ist auf jeden Fall, er bleibt mit meinem Hauptverdächtiger. Wir müssen erstmal rausfinden, wie wir rauskommen. Ja, dann mal los. Erstmal die Puppe zusammenbasteln, oder? Ups. Stopfen wir da erstmal den ganzen Kram hier hin. Okay, also wir haben alle 6 Teile gesammelt von diesem medizinischen Moniker. Das müssten also die Teile für Lucy sein, stimmt's? Jupp. Scheint so. Ja, dann lass uns Lucy mal ihre Körperteile zurückgeben. Irgendwelche Einwände? Nö. Okay, dann mal los. Kombinieren! Nun gut. Hey, nichts ist passiert. Das ist aber komisch. Ist es vielleicht das falsche Gewicht? Gewicht? Na, da gibt es doch diese Anzeige auf der Seite vom Bett. Vielleicht. Wir müssen die Anzeige auf eine bestimmte Nummer bringen. Wie tun wir das? Ich glaube, wir müssen die Körperteile mit den Körperteilen von John austauschen. Oh. Na dann mal los. Operating Instructions. Der Bildschirm wird 2 medizinische Mannequins zeigen. Du kannst ihre Körperteile austauschen, indem du einen Körperteil selektierst, das du austauschen möchtest. Ich glaube, das hatten wir eigentlich alles schon gemacht mal. Genau. Eigentlich ist nur der Kopf geblieben. Und der eine Arm. Hey Junpei, ich habe gerade irgendwas gehört. Es kam von Johns Operationstisch. Das sollten wir uns mal anschauen. Genau, falsch rumgedreht. Hä? Das Licht auf der Anzeige. Tada! Hey, es hat sich geöffnet. Okay. Ja, es ist geöffnet, weil wir die tollen Dinge getan haben. Und da ist auch der schöne Schlüssel. Jupiter. Und dann raus hier. Hey, warte mal! Was ist los? Wo ist Clover? Hä? Ah, wo ist sie denn jetzt schon wieder hingegangen?
Okay, warte mal eine Minute, ich hol sie mal eben. Okay. Hey, Clover, was ist los? Komm schon, lass uns hier abhauen. Na, nani shiten da yo? Was machst du da? Nani John-kun to wakareru no ga nagori oshi no ka? Wolltest du nochmal zurückkommen und unbedingt John goodbye sagen? Yotsuba, kiiten no ka? Hey, Clover, kannst du mich hören? Oni-chan. Moshikashitara. Mein Bruder, er könnte tot sein. Deshalb konnten wir ihn nicht finden. Wenn er tot ist, dann werde ich die Nächste sein. Wovon redest du da? By the way, ich glaube, das war der Zeitpunkt, an dem wir letztes Mal Clover von Santa ein dieses Buch Lesezeichen gegeben haben mit dem vierblättrigen Kleeblatt, wenn ich mich noch recht erinnere. Was ist mit dir los? Also das ist auch eine Veränderung dann zum nächsten Mal. Sie kriegt nicht das Dingens von uns. Wir haben den Schlüssel, lass ihn uns benutzen. Okay. Okay, dann los. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Vergiss alles, was ich dir erzählt habe, okay? Denk nicht drüber nach, das meine ich jetzt ernst. Okay. Danke. Ey, warum habt ihr so lange gebraucht? Habt ihr Doktorspielchen gemacht oder was? Vielleicht, ein bisschen neidisch. Okay, ich öffne die Tür jetzt, ist es in Ordnung? Abmarsch, Leute! Okay, dann mal los. Hey, was ist mit dir los? Du bist ja auf einmal so serious. Kannst du nicht ein bisschen glücklicher sein, weißt du? So ein bisschen Vorfreude aussprühen, Dings. Nee. Nö. Mein Bruder könnte tot sein. Ich werde die Nächste sein. Als ob ich das könnte, nachdem ich sowas gehört habe. You found it! Hier auch, hm? Jede Tür hier ist einfach nur verschlossen. Wie ist es mit der da? Wir können es ja mal probieren. Junpei! Santa Lotus! Oi! Wow, was ist hier los? Was macht ihr da? Was? Aber wir haben nur nicht. Hey Leute, könnt ihr mal eben kurz vorbeikommen? Hier an der Wand. Eine Map. eine Karte des Innenlebens des Schiffs. C-Deck. Okay, das ist dann also die Karte für diese Sektion. Tür 7 und? Tür 8. Ich glaube, wir nehmen nächstes Mal Tür 8. Vor allem sieht das auch viel länger aus. Interessant.
Schauen wir mal. Hey, ist das nicht das, was ich gesagt habe? Wir werden sowieso nicht permanent aufgesplittet sein, bis wir Tür Nummer 9 gefunden haben. Vielleicht werden wir mal kurzzeitig aufgeteilt, aber wir werden uns alle wiedersehen. Sonst könnten wir niemals die Tür 9 öffnen. So funktioniert nun mal das Nonari-Game. Moment mal. Könnte das so... Willst du mich jetzt veräppeln? Wir können genauso gut gehen. Ja. Ich hätte beinahe vergessen, wir sollten das hier aufbewahren. Die Karte. Seid ihr bereit? Ich öffne sie nun. Ich wusste es. Wir sind wieder da. Im Hospital Room. Ich verstehe. Ich glaube, ich habe verstanden, was ihr mir sagen wollt. Ihr sechs habt euch in zwei Teams aufgeteilt und seid jeweils durch Tür 7 und Tür 8 gegangen. Ihr habt die Rätsel im Operationsraum und im Laboratorium gelöst. Und dann habt ihr euch andere in einer anderen Halle getroffen und indem ihr die jeweiligen Türen von euch geöffnet habt. Das ist nicht Tür 3, durch die sie wieder zurückgegangen sind. Und zwar gibt es auf der rechten Seite Tür 8 und Tür 7 und auf der linken Seite waren Tür 3 und eine Tür ohne Nummer dran. Da sind wir nämlich letztes Mal auch schon durchgekommen. Das ist die Tür ohne Nummer, durch die man dann scheinbar nur wieder zurückkommt, wenn man durch diese da geht. Die Frage ist allerdings, kann man überhaupt durch Tür 3 gehen? Weil dieser Vorschlag wurde ja eigentlich eben gar nicht gemacht. Oder, was auch interessant wäre, wenn man nur durch Tür 7 und Tür 8 wieder in diesen Raum hier kommt. Und jemand durch Tür 3 geht. Heißt das dann, dass die sich dann nicht wieder treffen? Oder ist Tür 3 auch damit verbunden? Das hätte man ja eigentlich jetzt schon auf dieser Karte dann nachgucken können. Moment mal. Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ihr für mich zurückkommen sollt, aber wir gucken mal eben auf die Map. C. Genau, das ist dieser Hospital Room. Das war der Operationsraum. Okay, hier ist das Laboratorium. Wieso können wir das sehen? Was ist das? Der Shower Room? Okay. Bedeutet das jetzt, dass hier 3 ist oder was? Das? Das ist das? Das ist ja auch mal interessant. Okay, also ich denke... Hier... Ist dann Nummer 8 lang gegangen? Da ist Nummer 7? Irgendwie? Das ist diese offene Tür und dann müsste hier Nummer 3 sein. Also würden wir hier den
das Badezimmer finden. Also Badezimmer oder 8. Und es scheint aber auch hier mit also verbunden zu sein, oder? Oder was bedeutet das da? Also, die scheinen alle hier wieder mit hinzugehen. Die Frage ist nur, was hinter Nummer 3 ist und was hinter Nummer 8 ist. Also da müssen die anderen ja auch so einen Schlüssel gefunden haben. Und hier... fragwürdig. Okay, hat die Nummer, die Tür ohne Nummer gar nicht bemerkt. Da sind wir auch letztes Mal nur drauf eingegangen, als wir hier wieder reingekommen sind. Da haben die nochmal alle Türen gezeigt. Warte, ich schau mir mal die Größe an. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell passieren würde. Ja, wir haben uns alle wieder gesehen und wir sind nicht tot, also würde ich sagen, ja, gut genug. Ich würde sagen, wir verpieseln uns hier von diesem komischen Ort. Wir haben den Schlüssel gefunden, den wir brauchen. Den Schlüssel? Den Jupiter-Schlüssel. Wir haben ihn im Operationsraum gefunden. Korrekt, Junpei? Ja. Ah, die Solarsystem-Schlüssel. In der Küche? Im Laboratorium und in der Küche. Ja, der Erdschlüssel und der Saturnschlüssel. Ich verliere ihn vielleicht. Es ist vielleicht besser, wenn du den nimmst. Dann ist es wenigstens nicht meine Schuld, wenn wir verloren haben. Okay. Dann haben wir also 3 Schlüssel, die wir noch nicht benutzt haben. Jupp. Jupiter aus dem Operationsraum. Den Erdschlüssel. Und die Saturn-Schlüsselkarte. Der Jupiter-Schlüssel ist doch für die Tür am Ende des langen, geraden Durchgangs, oder? Korrekt. Wenn die Karte stimmt, dann sollte es mit der Haupttreppe verbunden sein. Direkt neben den Treppen? Moment. Was ist mit Tür 3? Na, guck doch mal, du hast doch die Karte gesehen, oder? Genau, ist genau das gleiche wie Tür 7 und Tür 8. Das wird uns genau zu diesem Raum hier wieder zurückbringen, okay. Es gibt keinen Grund zu schauen, was auf der anderen Seite dieser Tür ist. Das finde ich aber jetzt irgendwie blödsinnig. Wenn hinter den anderen Türen irgendwelche Schlüssel waren, dann sollte man da auch hingehen. Es gibt einen Grund. Zumindest für mich. Okay, du hast recht. Tut mir leid. Schnake könnte vielleicht hinter der Tür sein. Okay, dann komme ich mit dir. Ich konnte mich schön ausruhen. Ich denke, es ist Zeit, dass ich auch mal wieder was tue. Also Seven, du wirst mir doch helfen, oder? Ich? Okay, wenn es dann so sein soll, dann komme ich wohl mit dir. Jupp. Dann mal los. Okay, wir gehen mal los. Passt auf. Ich gehe daran, dass ich das von dir hören würde, Lotus. Lass dir das mal nicht zu Kopf steigen. Ich werde in ziemlichen Schwierigkeiten, wenn ihr 3 sterben würdet.
この4人だけじゃ9の扉を開けない。 Der Rest von uns kann Tür Nummer 9 nämlich nicht öffnen. Ach so, ist das also da? Liegt der Kartoffelsack begraben? Okay, dann mal los. Okay, wir sollten auch langsam mal losgehen. Hä? Wo wollen wir denn hin? Ja, es wäre doch nur Zeitverschwendung, wenn wir einfach rumsitzen würden, oder? Lass mich mal erklären. Wir können schon mal schauen, ob wir vielleicht irgendwo mit diesem Jupiter-Key hinkommen. So. もしかしたらこの先にニルスがいるかもしれないし. Wenn wir Glück haben, könnten wir vielleicht die Schnake finden. 確かに鍵穴のところに木星のマークがあるな. Und hier ist das Jupiter-Symbol auf dem Schlüsselloch. というわけだから、順平君。早速だけど、よろしく頼む。 Okay, Junpei, dann mach das doch mal bitte auf jetzt. Okay. Endlich wieder am Anfang. Seid ihr euch sicher, dass es eine gute Idee ist? Ja, wir können doch jetzt in die anderen Türen gehen. Was meinst du? Ja, wir haben doch schon jeden Zentimeter des Raums abgesucht, oder? Gibt es einen Grund, warum wir hier sind? Oh, Santa, das musst du doch mal langsam wissen. Okay, wir sagen mal das andere. Wir sind diesmal der Dussel. Gute Frage eigentlich. Glaube ich ja jetzt nicht. Ihr seid mir einfach hinterhergekommen, aber ihr wisst nicht mal warum. Junpei, du hast doch die Solarsystemschlüssel, oder? Ja. Saturn-Schlüsselkarte. Und der Erdschlüssel. Was ist mit denen? Könnt ihr euch nicht mehr an den Fahrstuhl erinnern? Auf dem C-Deck, auf dem wir uns jetzt befinden, da gab es doch diesen großen Fahrstuhl hinter den Treppen. Erinnert ihr euch nicht? Direkt neben dem Fahrstuhl gab es diesen dieses Kartenlesegerät mit dem Saturn-Symbol. Und auf dem Deck A, auf der Tür der linken Seite. Da gab es das Schlüsselloch mit dem Erdsymbol. Die zwei Schlüssel, die Junpei hat. Genau, damit sollten wir die zwei Türen öffnen können. Okay, jetzt habe ich es verstanden, dann lass uns mal loslegen. Wir sollten uns in zwei Teams aufteilen. Lotus und ich durchsuchen den Erdraum und ihr zwei durchsucht den Saturnraum, okay? Hört sich gut an, dann nehmt ihr mal den Schlüssel hier. Schade, dass wir nicht den anderen Raum durchsuchen können. Wir haben keine Ahnung, was hinter der anderen Seite dieser Dinger ist. Hallo Momo, bist du eingeschlafen oder aufgewacht? Oder willst du schlafen gehen oder was? Was bedeutet das? Ich verstehe es nicht. Geht nicht zu weit weg. Sucht für ungefähr 10 Minuten und kommt dann zurück. Es gibt da das Kartenlesegerät auf der linken Seite des Fahrstuhls. Okay, dann lass uns den Saturn-Schlüssel-Kartendingens austesten. Super, sieht aus, ob es funktionieren würde. Okay, wie rufe ich jetzt den Fahrstuhl? Oh, es hat nur den Hoch-Runter-Triangle-Knopf.
Ich habe bis vor 30 Minuten geschlafen und dachte, ich schaue noch mal kurz rein. Willst du also jetzt weiter schlafen oder was? Das geht ja gar nicht, Momo. Ich dachte, du leistest mir jetzt noch ein bisschen Gesellschaft. Ja, scheint so, als wäre da kein Knopf, der nach oben führt. Okay, wir können auch versuchen, den zu drücken. Es ist offen. Guck mal, Junpei. Super, es ist offen. Lass uns abhauen. Okay, jetzt kommt wieder dieser Kram, den wir schon mal gesehen hatten. Im Gegensatz zu dir muss ich leider morgen arbeiten. Ja, sorry. Tut mir leid, Momo. Aber wir sind jetzt sowieso fertig für heute. Würde ich sagen. Ich gehe nochmal ein bisschen auf den Talk. Ich finde es doof, wenn wir uns jetzt nochmal den ganzen Kram hier angucken müssen, weil... Ja. Ich werde es so machen. Bis morgen spiele ich so weit vor, bis zu einer Stelle, wo wir uns wieder neu entscheiden können. Weil diesen Teil haben wir schon alle gesehen und ich glaube, das wäre ziemlich doof, das dann nochmal alles zu sehen. Ja. Ich würde sagen, ich speichere mal eben ab. Okay. Das werde ich dann, wie gesagt, morgen schon mal vorbereiten, dass ihr auch alle dann den neuen Content sehen könnt. Moment, eine Sache können wir ja nochmal eben machen. Wir können nochmal auf den Flowchart gucken. Wie das jetzt aussieht. Also, in diesem Run haben wir leider bis jetzt nur diese Seite hier neu aufgedeckt, weil das ja... Ne, das haben wir... Doch, genau hier. Da haben wir leider das wieder genommen. Deshalb würde ich sagen, spiele ich bis... Moment. Wir befinden uns hier. Ach nee, Quatsch. Das ist nur der Anzeiger, wo ich gerade drauf gucke. Wo befinden wir uns denn gerade? Wir müssen uns hier befinden, oder? Ach ja, klar, da ist ja die Linie angezeigt, grün. Okay, also die nächste Entscheidung. Ich würde dann diesen einen Schritt hier schon mal vorspielen, dass wir uns zwischen Tür 1, 6 und 2 entscheiden müssen. Und dann nehmen wir diesmal nicht Tür Nummer 6, sondern... Moment. Wir da lang gehen? Kann man leider nicht sehen. Dann kann man nur hier hinkommen. Okay. Das ist zurück im großen Raum. Hä, das finde ich jetzt aber komisch. Wenn wir den Weg entlang gehen würden, dann würden wir nicht in dem großen Raum, in diesem Operationssaal rauskommen. Aber wir haben doch gesehen, dass alle Räume da wieder hinführen. Okay. Interessant. Auf jeden Fall werde ich morgen bis dahin spielen und dann entscheiden wir uns für Tür Nummer 1 oder 2 und schauen dann mal, was da so passiert. Wir sehen, hier wurden wir erstochen. Das ist natürlich nicht so der Hit. Meine Vermutung, wie gesagt, wenn wir aus diesem Raum hier das Ding aus der Schatulle holen. Ich denke, dann könnten wir eventuell das finden, was wir brauchen, um das Schloss hier zu öffnen. Aber das werden wir dann ja sehen. Morgen werden wir auf jeden Fall hier oder da lang gehen. Ich würde das hier, glaube ich, interessanter... eigentlich ist das hier interessanter, oder? Egal, wir nehmen eine von 1 oder 2. Auf jeden Fall. Goodie. Wir gehen dann nochmal auf den Talk. Damit wir noch ein bisschen schnacken können. So. Hello, hello. Ja, es ist... durch meinen dummen Fehler haben wir leider nicht viel Neues erfahren. Es waren nur ganz, ganz wenige Änderungen in der Storyline. Zum Beispiel haben wir nicht diese Buch...
diese Bucheinlage von Santa geholt, um sie dann Clover zu geben. Könnte Auswirkungen haben, könnte es auch nicht. Schauen wir mal. Ansonsten, ja. Wird spannend morgen, denke ich. Ich weiß nicht genau. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es ein böses Ende nehmen wird, weil wir das eine Ding da wieder nicht gefunden haben. Und das stört mich, ganz ehrlich. Aber ja, Irren ist menschlich. Wir finden schon noch das ordentliche Finale oder eins der ordentlichen Finals, falls es mehrere gibt. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Morgen gibt's Chris, eventuell, das stand ja noch nicht ganz fest, ob er dann irgendwas spielt für euch. Ansonsten Tamara dann ab 8 Uhr, glaube ich. Und ich, wie gesagt, danach dann mit 999 wieder und hoffentlich einem passableren Ende als das, was wir bisher erlebt haben. ja. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht, wenn ihr gleich noch Bock habt. Es könnte sein, dass es noch irgendwo in der Welt auf Twitch Zelda-Streams gibt. Aber das schauen wir gleich mal. Ich werde erstmal Armbrot essen. Macht's gut, danke fürs Reinschauen. Ich gebe euch noch einen super schönen Song mit, einer meiner Songs, der mich geprägt hat. Also merkt euch den schon mal vor. In meinem Geburtstags-Songstream wird er wahrscheinlich auch auftauchen und ja. Genießt ihn. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Alles Gute für euch heute Nacht.